Alle guten Dinge sind drei. Hallo, ihr Kryptarianer. Heute das dritte Video. Das erste war über Krypto, zweite XRP und jetzt geht's mal um BRICS und was sich da so tut. Ich habe schon längere Zeit nicht mehr drüber gesprochen, aber ich denke, es wird immer mehr deutlich, wohin die Reise geht. Entdollarisierung. Die USA haben massive Macht mit ihrem Dollar als Weltreservewährung und wir sehen den BRICS-Verbund, die jetzt da immer mehr Geschäfte machen ohne den US-Dollar. Wenn ich also etwas nicht mehr benötige, dann verliert es halt am Wert. Punkt 1. Punkt 2. Sehen wir die Verschuldung der Amerikaner jetzt mittlerweile bei fast 34 Billionen Dollar. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. 34.000 Milliarden. Unfassbar. Die Zinsbedienung für all diese Schulden werden sich im nächsten Jahr auf über 1 Billion Dollar belaufen. Das ist mehr als der Verteidigungshaushalt der Vereinigten Staaten. Und das ist der größte der Welt. Also nur Zinsen, wohlgemerkt. Und ich habe schon ein paar Mal thematisiert, dass wenn die Amerikaner eben Probleme bekommen, was führen sie dann am liebsten? Krieg. Und das ist halt einfach einmal die Geschichte, die mir echt Sorgen bereitet. Aber ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen. Natürlich geht es Richtung Zukunft. Dieser Kanal spricht über Krypto, XRP im Besonderen. Aber wir müssen auch all das andere berücksichtigen, damit wir eben die Märkte nicht aus den Augen verlieren. Und was sehe ich denn da auf Twitter? Und da gehe ich gleich mal rein in die Thematik, damit ihr Gefühl dafür bekommt, was ich so sehe. CBS Correspondent 2024 könnte das Jahr eines Black Swan Ereignisses werden. Dies ist ein Ereignis für die nationale Sicherheit mit großen Auswirkungen, das sehr schwer vorherzusagen ist. Hören wir da mal rein. Well, mine's a little dark. I just feel a lot of concern that 2024 may be the year of a black swan event. This is a national security event with high impact that's very hard to predict. There are a number of concerns that I have that factor into that. Not only this sort of enduring heightened threat level that we're facing, the wars in Israel, also Ukraine. And we're so divided in this country in ways that we haven't seen before. And I think that just creates fertile ground for our adversaries like North Korea, China, and Iran. And that's what concerns me most. Drei Dinge hat die Dame da genannt. Zum einen natürlich die Kriege in Israel und in der Ukraine. Zweiter Punkt war die tiefe Spaltung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Und als drittes natürlich Sorgen gegenüber China, Iran und Nordkorea. Das sind einmal so Punkte, das ist Rhetorik, die mir nicht gefällt. Ich sage euch das ganz ehrlich. Dann lese ich natürlich andere Dinge, die natürlich alles ein bisschen aufbauschen lassen kann. Gold Telegraph. Neueste Nachrichten. Angriffe auf das Rote Meer drohen die weltweite Schifffahrtskapazität um 20% zu verringern. 20% Lieferketten. Hat schwerste wirtschaftliche Auswirkungen. Lieferketten. Wir hatten das in der Corona-Pandemie-Zeit und jetzt geht es halt mal weiter. Jetzt werden eben im Roten Meer eben Frachtschiffe angegriffen und bombardiert oder je nachdem. Es ist nicht mehr zu fassen. Bleiben wir mal bei BRICS und gehen wir mal zu China. Auch Gold Telegraph. Die People's Bank of China hält derzeit über 30 bilaterale Währungsswaps mit ausländischen Zentralbanken, zu denen auch Saudi-Arabien gehört. Zentralbanken auf der ganzen Welt horten Gold. Der Yuan macht inzwischen 27% des chinesischen Warenhandels mit dem Rest der Welt aus. 2024 steht vor der Tür. 27% ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass in den letzten Jahrzehnten alles über den Dollar abgerechnet worden ist. Aber China macht eben weiter und bleiben wir mal bei China und Saudi-Arabien. Just in. China und Saudi-Arabien verzichten auf den US-Dollar, um einen Währungsswap in Höhe von 50 Milliarden Yuan für den Handel zu unterzeichnen. Dies ermöglicht es China
Öl außerhalb des von den USA kontrollierten Finanzsystems zu kaufen. Das Ende des US-Dollar ist nah. Jetzt werden viele natürlich sagen, 50 Milliarden Yuan, das sind, ach Gott, ich habe es gar nicht berechnet, 6 oder 7 Milliarden US-Dollar. Okay, es ist nicht viel. Aber solche Verträge laufen immer langfristig. Und wenn wir solche Zahlen sehen, dann ist es erst der Beginn zwischen China und Saudi-Arabien. Währenddessen natürlich die BRICS-Staaten, Iran und Russland offiziell auf US-Dollar für den Handel verzichten. Gehe ich gleich zur nächsten Meldung. BRICS-Revolution. Die Vereinigten Arabischen Emirate und China kündigen Mega-Handelsverschiebung mit lokalen Währungen an. Währenddessen 30 weitere Länder sich um den Beitritt zu BRICS bewerben. Da sind unter anderem zum Beispiel auch Namen genannt wie Äthiopien, die just in dem Moment ihre Schulden gegenüber dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank, sei es drum, nicht mehr bedienen können, weil sie de facto pleite sind. Also, wir sehen hier auch Länder eben wie die Türkei, NATO-Mitglied, die sich immer mehr Richtung BRICS-Länder orientieren, um dort dann eben auch Handel zu betreiben. Es ist unglaublich, was da alles passiert und wie die Dinge jetzt immer mehr Fahrt aufnehmen. Und ich möchte immer wieder an diese Aussagen der CBS-Korrespondentin erinnern, die wir anfangs in diesem Video gesehen haben. 30 weitere Länder. Argentinien ist jetzt offiziell zurückgetreten von ihrem Beitritt bei den BRICS-Ländern. Die haben mit ihrem Präsidenten jetzt irgendwas anderes vor. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Keine Ahnung. Er will ja Regierungsämter streichen, Ministerien streichen etc. Jetzt will er den Notstand ausrufen für Argentinien, damit er selber mehr Befugnis hat. Er hat aber gar keine Mehrheit im Parlament. Und für ein Notfalldekret brauche ich halt einmal auch das Parlament. Wer kein Parlament braucht, ist Wladimir Putin. Wladimir Putins Unterschrift bringt digitalen Rubel in die russische Steuergesetzgebung. Das Steuergesetzbuch enthält nun eine Definition des Begriffs digitales Rubelkonto und enthält Regeln für die Besteuerung von Transaktionen mit digitalen Rubeln. Die sind verdammt fix, die Russen, wenn es um digitale Zentralbankwährung geht. Wie die dann aussehen werden, wissen wir nicht. In dem Artikel geht hervor, dass da wohl auch schon einiges programmiert wird, damit der russische Normalbürger da nicht einfach so tun und lassen kann mit seinem Geld, was er gern hätte oder was er gern tun würde. Übrigens, alle Links, die ich euch heute gezeigt habe, unten in der Videobeschreibung. Falls ihr mehr von diesen Informationen haben wollt, dann abonniert den Kanal, helft mir beim Wachstum, indem ihr kommentiert, liked und vielleicht sogar die Glocke setzt, dann verpasst ihr nichts mehr und es ist alles kostenfrei. Das war es jetzt mal von mir. Es ist wichtig, dass wir das im Auge behalten, wie eingangs gesagt, denn die Welt wird digital und die BRICS-Länder wollen nächstes Jahr 24 bereits starten mit ihrem digitalen Währungs-BRICS. Dollar, Rubel, Yuan, wie immer man das Ding nennen mag, damit die ihren Handel eben blockchain-technisch durchführen können, dann geht alles ein bisschen schneller und reibungsloser. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie weit das geht. Werden die Amerikaner sich zurückhalten und da nicht irgendein Scharmützel beginnen? Ich hoffe es sehr. Vielleicht gibt es stattdessen einen Schuldenschnitt. Oder eine Währungsreform. Irgendetwas, das mit sehr viel Verlust einhergeht, aber so wie die Welt momentan läuft, kann sie einfach nicht weitergehen. Dafür gibt es eben digitale Zentralbankwährungen in Zukunft, damit sie da noch mehr Macht und Kontrolle behalten. Und das Bargeld wir verzichten dürfen, müssen. Lassen wir uns überraschen. Das war's von mir. Ich wünsche euch von Herzen, werdet Zeit und bleibt gesund. Es ist das höchste Gut. Sollten wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch einen geschmeidigen und freudigen, schönen, gewaltfreien, lustigen Rutsch in ein absolut
bullisches 2024 und was da noch auf uns zukommen mag. Oh Gott, ich bin gespannt. Es ist eine extrem faszinierende Zeit und ich bin froh, dass ich so früh in Krypto bin. Das kann ich euch sagen. Das war's. Bis bald, Freunde. Ciao.